das hat lange gedauert. Und es ist wieder abgeschmiert. Ich liebe es, wenn Dinge so funktionieren, wie sie sollen. Ja, heute Friday Night Funkin. Warum ich so lustvoll klinge? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt seit 2 Stunden im Bett gelegen, versuchen mich dazu zu bringen, schon dieses Friday Night Funkin Video aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt morgen am Samstag kommt oder nächsten Freitag. Nächsten Freitag kommt auf jeden Fall noch ein Friday Night Funkin Video. Irgendein Mod, ich weiß nicht, was für ein Mod. Vielleicht der vs. Adelaide Mod oder irgendwie so ein Zeug. Heute jedoch geht es an die die 6 Hauptwochen und hier weiß ich noch nicht, aber die 6 Hauptwochen. Das Tutorial lasse ich aus, weil es ist das Tutorial. Ich kann das Spiel. Ich habe Ballistik geschafft und zwar First Try, okay? Auf Hard muss ich dazu sagen. Ich nehme das gerade am Freitag auf. Nach meiner Isaac-Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gleich noch in den Upload packe oder erst morgen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, ob es am Samstag oder am Freitag kommt. Los geht's. Ich werde wieder mein Mikrofon so lange deaktivieren, wie ich spiele. Zwischendurch werde ich meinen Senf dazugeben. Und vielleicht auch ein bisschen Ketchup. Viel Spaß.
Woche 1 geschafft. Zwischen den Wochen werde ich meinen Lieblingssong aus den Wochen jeweils dazugeben, weil ein bisschen Input muss ich selber auch geben. In dem Fall war es Dead Battle. Ich denke, es ist offensichtlich, wieso. Ich will eigentlich Story-Input geben, aber ich kann mich kaum dran erinnern, was Sache war. Ich weiß nur, dass der blauhaarige Junge mit dem kreativen Namen Boyfriend, der Boyfriend von Girlfriends, die sein Girlfriend ist, die sind zusammen, wollen Babys machen, ohne dass da Babys rauskommen und so, ihr versteht schon. Und der da links, das ist der Papa von dem Mädel da und der will das nicht. Deshalb singen die jetzt darum. Ich verstehe nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, warum die singen. Vor allem sind die anderen beiden da Dämonen und Boyfriend nicht. Und es könnte mehr Sinn ergeben. Es könnte irgendwo mehr Sinn ergeben, genau. Woche 2. Ich kann echt nicht sagen, was da die Story hinter ist. Das sind halt das sind halt Skid und Pump von Senior Palo oder so. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Aber der ist recht bekannt dafür, dass der Underpants gemacht hat. Eine Undertale-Parodie. Ja, Woche 2. Im Voraus, ich kann Spookies nicht leiden. Thank you.
Hier kann ich Senf dazugeben. Das Ding da heißt Monster. Und würde sehr gerne Boyfriend Girlfriend essen. Ich weiß nicht. Sie sehen scheinbar super schmackhaft aus. Ich weiß jetzt nicht was, aber offensichtlich. Hintergrund der Geschichte, denn wenn ihr Friday Night Funkin' offiziell downloadet, werdet, nicht der Geschichte zu dem Song, werdet ihr momentan im Download zumindest nicht diesen Song spielen können. Der ist nur auf der Newgrounds exklusiven Version von Friday Night Funkin' drauf, drin, beides. Ninja Muffin oder wer auch immer gechartet hat, der hat absolut nicht diesen Charakter auf die Reihe bekommen, wie er es wollte, und ein Fan hat das irgendwann selbst fertig gemacht, weil es noch in den Files rumlag und ziemlich buggy war. Aber es war spielbar, sah aber nicht gut aus. Und ja, das ist so die Geschichte hinter diesem Song. Ich wünsche viel Spaß. Ich habe das Achievement gar nicht mitbekommen. Jedenfalls Lieblingssong South, das in der Mitte. Monster nicht, weil es fühlt sich irgendwie so langgezogen an. Das finde ich nicht, klingt nicht so gut. Es ist aber Platz 2. Ich kann Spookies wirklich, wirklich nicht leiden. Woche 3, da ist Pico. Das, wenn ich mich nicht irre, erste Maskottchen von Newgrounds. Ex von Boyfriend, was eine interessante Story ist. Ich nehme es einfach so hin. Es wäre nett, wenn das auch im Endeffekt im Spiel rüberkommen würde, aber
soweit man sehen kann, ist das halt einfach nur irgendein rothaariger Junge, der mit einer Waffe mit Boyfriends rappt. Oder was auch immer das jetzt für eine Musikrichtung ist. Das ist mir sowas von egal eigentlich. Story hinter der Woche. Der Vater von Girlfriend mit dem einprägsamen Namen Daddy Dearest hat in der ersten Woche gegen Boyfriend verloren. Da wurde er richtig salzig. So richtig Salzbergwerk-mäßig. Und da dachte sich, yo, Auftragsmörder. Und das ist Pico. Und der singt jetzt mit Boyfriend darum, ob er ihn jetzt umbringt oder nicht. Weil sie sind Ex und so. Ich hoffe wirklich, da kommen Dialogboxen dazu. Das ist sehr wünschenswert. Viel Spaß mit Woche 3. Oder Cutscenes. Ich habe jetzt die ganze Zeit während den Songs mir gedacht, ja, ich muss das noch anmerken. Aber einfach nicht dran gedacht. Jedenfalls, ich rühme mich momentan sehr darin, dass ich in Woche 1 den dritten Song ohne auf meine Pfeile zu gucken geschafft habe. Es ist aber auch gleichermaßen traurig irgendwie. Ich wünsche viel Spaß mit Pico. Einmal Seiteninfo, wenn ich weitere Mods spiele, die ich aber noch nicht kenne, dann werde ich das anders machen, da werde ich dann mehr oder weniger gleichzeitig zu reacten, also da werde ich dann mein Mikrofon anlassen und meine Reaction einfach aufnehmen, ich werde jetzt nicht extra irgendwelchen Käse dazu labern, weil es ist immer noch Musik, die man hören soll, es ist dann hauptsächlich für die Reaktion an, also erwartet da nicht zu viel
Und jetzt viel Spaß mit Blamed. Ich kann das Wort erklären. Ich weiß nichts von dem Farbwechsel. Oh mein Gott, ist das neu? Verdammt! Ich denke, ich werde jetzt, wohl jetzt doch das Mikrofon anlassen, um meine Reaction aufzunehmen. Aber ich glaube, in dem Song wird jetzt wirklich nichts weiter passieren. Also mache ich das ab Woche 4 wieder an, das Mikrofon. Das heißt, bis gleich! Jetzt aber wirklich unerwartet mit den Lichtern. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Mein Lieblingssong, ich weiß nicht, welcher das war von den beiden ersten jetzt, aber ich verwechsel die immer so, sofort, sobald ich fertig mit denen bin. Aber so auf jeden Fall ich glaube, das war das erste. Ich werde hier noch eine Editor's Note reinsetzen, falls es das zweite war. Woche 4. Das da links ist die Mutter von Girlfriend. Ich glaube, man kann sich denken, was hier die Story ist. Ich mag den Namen nicht aussprechen, kann ihn echt nicht leiden. Ist komisch. Aber ich denke, Mami Mearest wird schon treffen. Diese Bitches da im Hintergrund, diese Leute da, die Dämonen-Boys, das sind so die besten Charakter in ganz Friday Night Funkin' Fight Me. Da kann niemand was gegen sagen. Oh mein Gott, die bewegen sich ja, Heilige. Übrigens, tut mir leid, falls die Tastaturen so laut sein sollten. Das ist eine mechanische Tastatur, ich liebe diese Geräusche, deshalb habe ich mir angewöhnt, so laut drauf zu drücken. Gameplay leidet gerade unter meiner Stimme. Und ich glaube, eure Ohren genauso. Was? Die bewegen sich nicht, die werden gleich weggefetzt, oh mein Gott. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Sequenz so ungefähr von den Sprites her zumindest in den Files vorhanden ist. Vom Original. Friday Night Funkin' HD könnte ich auch irgendwo mit reinwerfen. Müssen wir gucken. Wow. Tschüss, Boys. Hallo, Boys.
gehen sie. Willkommen zurück. Schon lustig, wie ich sage, dass ich keinen Käse dazugebe, während die Songs laufen, aber trotzdem rede ich wie ein Wasserfall. Nimmer wiedersehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Bruder von Boyfriend ganz offiziell eine Ratte. Also wirklich. Wirklich eine Ratte mit so einem Stück Käse in der Hand. Hab mich aber nicht viel informiert und gehe jetzt nur von dem, was wo mir mal wer gesagt hat, dass Ninja Muffin das gesagt haben soll, aus. Ich habe auch gehört, dass Ninja Muffin gesagt haben soll, dass Hatsune Miku die Schwester von Boyfriend sein sollte, aber dass das dann auch noch wieder zurückgenommen wurde. Ich meine, er sieht so aus. Leute gehen aber auch davon aus, dass Monika aus Doki Doki Literature Club, die Schwester von Woche 6 Charakter, dessen Name noch nicht relevant ist, sein soll. Man hört das nicht durch meine Kopfhörer. Heilige Scheiße. Das fällt mir aber spät auf. Weil auf meinen Kopfhörerverpackung da steht drauf mit Noise Cancelling. Aber ratet mal, was nicht drin ist. Noise Cancelling. Ich weiß jetzt nicht, ob Noise Cancelling von innen nach außen geht oder von außen nach innen. Aber beides funktioniert nicht. Ich höre alles von innen. Also alles, was Leute um mich herum reden, egal wie laut ich die Musik habe, sind ziemlich. Und Leute hören noch alles, was ich höre, sobald ich selbst irgendwas in den Kopfhörern höre. Das ist, ich würde sagen, ein bisschen laut. So, ein ganz kleines bisschen. Nicht easy. Woche 5. Mami und Daddy Dearest haben eine Einkaufshalle übernommen. Die Waffe ist auf den Weihnachtsmann gerichtet. Und der arme Weihnachtsmann. Woche 5. Hintergrund sehen wir Meat Boy, Henry Stickmin. Ich kenne die da im vorderen Hintergrund weniger. Aber das Monster sehen wir im Hintergrund. Ich weiß nicht, was diese Thaddeus-Nase da ist. Hatsune Miku. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ganz links ein Charakter, der aussieht wie Pico. Und natürlich den Weihnachtsmann. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an.
Merkt man, dass das die Woche ist, die ich am wenigsten gespielt habe. Oh mein Gott, diese Tussi da im Vordergrund mit dem Schädel auf der Brust am Pullover da. Ich glaube, das ist irgendeine News-Reporterin aus irgendeinem Newgrounds-Ding. Hier ist sehr viel Newgrounds vertreten, weil Friday Night Funkin' ist ein Newgrounds-Game. Game. Hey. Diese Thaddeus-Nase neben Monster, beziehungsweise Lemon Demon, wie Leute ihn nennen. Was übrigens Canon falsch ist. Diese Thaddeus-Nase, die sieht in meinen Augen so aus wie dieses komische Alien aus WarioWare. Das ist das Alien aus WarioWare. Punkt. Ich muss Meat Boy in meinem Leben irgendwann mal spielen. Frau Mirist, Sie zeigen da etwas mehr Haut, als im Winter günstig wäre. Ziehen Sie sich doch einen Mantel über. Es ist kalt draußen. Alle schön hingucken. Story. Wie ihr da unten am Icon seht, Monster hat die Einkaufszentrum-Übernahme von Daddy Dearest und Mommy Mirest übernommen und jetzt möchte er gerne wieder Boyfriend und Girlfriend essen, weil Schmackofatz sind diese Kinder lecker. Das sind keine Kinder. Boyfriend ist 19. Aber weiter im Lied. Ist euch schon aufgefallen, dass Monster nur in Bezug auf Jahreszeiten bzw. Feiertage zu hören ist? Halloween und Winter, Freunde. Am 30.04. in der Nähe von, ich wollte gerade Obst sagen, von Ostern kommt ein Friday Night Funkin Update. Was das wohl heißt? Ich hoffe, es ist ein Update für Monster, weil cooler Charakter. Fucking Zitrone. Ist übrigens keine echte Zitrone. Ich meine, die bewegt sich. Habt ihr schon mal eine bewegende Zitrone gesehen? Ich nicht. Ich mag seine Mütze, ich will auch so eine. Ich hab da irgendwo hinter meinem Bett so eine oversized Mütze. Da passt mein ganzer Kopf rein. Oh mein Gott, die ist viel zu groß. Vielleicht ist das auch einfach die Mütze vom Weihnachtsmann und der ist irgendwie so 12 Meter groß. Das
so ein 12 Meter großer alter Sack, der Kindern Geschenke ins Haus liefert und nachts einbricht. Und zwar auf der gesamten Welt. In einer Nacht. Das ist schon irgendwie gruselig. Also mehr als so ein regulärer fetter alter Sack, der bei dir einbricht, um dir irgendwas unter einem Baum zu legen. Meine Gedanken heute wieder. Lieblingssong. Wer hat's gedacht? Winter Horrorland. Ich denke, das ist aber auch keine Überraschung. Wollt ihr fragen, oder muss ich euch extra erklären, dass Boyfriend und Girlfriend in ein Videospiel gesaugt werden wie in Sonic.exe? Oder irgendwie so. Irgend so eine schlechte Creepypasta. Senpai ist sein Name. Das soll angeblich der Bruder von Doki Doki Literature Club Monika sein. Es ist confirmed, nicht so. Vollidioten. Ich muss mein Mikrofon demnächst leiser stellen. Weiter im Text. Ah, eine neue Maid kam in auf der Suche nach wahrer Liebe. Eine Serenade zwischen Gentlemen wie uns soll entscheiden, wo ihr wunderschönes Herz ruhen soll. Kreatives Comeback, Boyfriend. Beep, Bo, Bob. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Es ist absolut disgusting, wie er sein Mikrofon da hält. Ich werde da richtig sauer bei. Ein richtiger Samson. Das ist eine Isaac-Referenz. Das ist ein Charakter, der mit Wut zu tun hat. Der gerät richtig in Rage, der Junge. Das ist das Lied in Friday Night Funkin', was ich am wenigsten gespielt habe. Warum wohl? Ich schaue jetzt nicht extra auf Senpais Finger. Doch, tue ich. Das ist fucking disgusting. Halt doch mal dein Mikro richtig, Junge! Wie kann man nur so behindert sein? Ich meine, das muss doch irgendeine geistige Beeinträchtigung im Hintergrund haben oder so. Böse sagt mir, der hat wenigstens einen unterdurchschnittlichen IQ oder sowas. Ich meine, das sieht gut aus. Leute, die gut aussehen, haben oft irgendeinen Nachteil. Entweder das sind verwöhnte Hurensöhne, aber generell Arschlöcher oder was auch immer er da mit seiner Hand macht. Besser! Junge! Nicht schlecht für einen hässlichen Wurm. Aber dieses Mal werde ich dir die Nüsse abreißen, und zwar direkt nachdem deine Freundin meine, keine Ahnung, was Gargling heißt. Auf jeden Fall ein Blowjob oder so wieder. Und Boyfriend gibt wieder sein größtes Comeback des Jahres. Bob, Beep, BB, Skidoo, Bab. Dieser Junge ist so poetisch. Das ist herzzerreißend.
jetzt kommt der Grund, warum Monika seine Schwester sein soll, laut Fans. Eine einfache Connection, nicht wahr? Direkter Kontakt mit echten Menschen, nachdem ich so lange hier drin gefangen war. Und sie von allen Leuten. Ich lasse ihren Vater bezahlen für das, was er mir und all den anderen angetan hat. Ich werde dich besiegen und dich meinen Platz einnehmen. Du, ihr habt kein Problem damit, eure Körper, wenn man sich eure Körper ausleiht. Es ist nur fair. Merkt man schon den ersten Grund, weshalb Friday Night Funkin Mods Daddy Dearest als den bösesten aller Charakter darstellen? Woody. Weiter im Text. Ja, in der Musik. Oh mein Gott, der Hintergrund, Junge. Da habe ich mich gerade voll erschrocken vor. Ich muss mich zusammennehmen, dass ich nicht so kreisch wie so ein kleines Mädchen oder so. Das hält doch mein Mikrofon nicht aus, Mensch. Ich hab's erwartet, aber trotzdem mich erschrocken. Sowas passiert viel zu oft. Dieser Geist hat übrigens nichts mit Dingens zu tun, außer dass er in ihm gefangen war. Also Senpai. Der Geist hat nichts mit Senpai zu tun. Oh mein Gott, warum spammen mich Leute jetzt auf Discord voll? Heilige Scheiße, 12 Nachrichten. Oh mein Gott, so viel hatte ich noch nie. Ich bin eine sehr gefragte Person, Leute. Und das war's mit Friday Night Funkin Woche 1 bis 6. Oh mein Gott. Ich werde jetzt noch Woche 7 ranhängen. Es dauert nur einen kleinen Moment, weil ich sie raussuchen muss. Und auch noch mein Schneideprogramm drauf ansetzen muss. Es dauert aber nur ganz kurz. Ich habe nämlich Friday Night Funkin in einem großen Ordner zusammengefasst im Grunde. Ganz schnell antworten bei einer Person. Warten, dass Friday Night Funkin startet. Da ist es auch schon. Moment, das kann ich jetzt leider nicht im Vollbildmodus abspielen. Da. Warum wird das gerade nicht angezeigt? Moment. Fuck, ist das laut. Oh mein Gott. Weiter, Bildschirm. Moment. Haben wir gleich. So. Und weiter geht's mit Woche 7. Ich muss nur ganz kurz gucken, ob ich die
ob ich die Controls eingestellt habe auf A, S, J und K. Habe ich. Dann kann es ja weitergehen mit Woche 7. Ich werde die Cutscenes jetzt nicht groß übersetzen. Ich werde nur ungefähr wiedergeben, was die da labern. Gibt jetzt nur einen ganz kurzen Ladebildschirm und das ging eigentlich ganz schnell. Ja, das ist die Newgrounds Preview, habe ich mir gedacht. Well, well, what do we got here? Boyfriend, Legendary. You, but what the hell, it's been a boring day. Let's see what you got. Boyfriend ist echt Legendary. Das ist der Tankman, das aktuelle Maskottchen von Newgrounds. Im Hintergrund werdet ihr einen Panzer sehen, wo einer dieser Tankman drin zu sehen ist. Das ist Steve, der beste Freund von John Captain. Das ist der Tankman direkt vor uns. Und ja, was er gesagt hat, im Grunde Boyfriend töten. Mir langweilig. Du Musik, ich auch Musik, wir Musik. Das ist alles kreativ, ich weiß. Ich werde Tankman in der Beschreibung verlinken. Ich werde aber jetzt wieder mein Mikrofon muten. Bis nach der nächsten Cutscene. Wegen diesem Update letzten Sommer ist ganz Newgrounds so ziemlich gecrashed. Friday Night Funkin' ist ein sehr beliebtes Spiel. Ich bin vielleicht ein bisschen zu spät damit. Aber naja, weiter im Text. Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Das war ein Lob an Boyfriend. Er ist sehr gut dafür, dass er ein kleiner komischer Junge mit einer hässlichen Freundin, die das Kleid ihrer Mutter trägt, ist. Ich weiß nicht, was jetzt mit was zu tun hat, aber ich nehme es so hin. Ja. Da ist er, der Steve! Hallo! Auf Wiedersehen, Steve! Thank you.
Der da im Hintergrund ist übrigens Private Skittles. Wollte ich nur mal anmerken, weil sein Name ist Skittles. Ich kann Skittles nicht leiden. Also die Süßigkeit. Fucking disgusting. Könnt ihr gerne essen, wenn ihr wollt, aber ich mag's nicht. Private Skittles ist super. Bester Charakter in der ganzen Serie. Die werde ich übrigens auch verlinken. Ich werde eine ganze Menge verlinken, lol. God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war. And in war, people die. Men, get rid of fire. Sorry, no problem for you this year. Ich finde es super, wie sich seine Brille einfach in seine Augen blendet. Hallo, Pico. Look who it is, your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock, you little cunt. You little cunt. Zusammengefasst, er hat keine Lust mehr auf die Spielchen, deshalb befehlt er seinen Männern da im Hintergrund auf der Boombox oder auf der Stereoanlage. Girlfriend umzubringen, so mal sehen, wie gut du bist, wenn wir deine Freundin umbringen, so, ne? Was genau da passiert, warum Pico jetzt da ist, kann ich nicht genau erklären, aber der ist da und Girlfriend ist in den Armen. Ist nette Sache. Ja. Weiter. Wie ihr gehört habt, ist dieses Lied so gut, dass sie eine gesamte Emotion danach benannt haben. Stress! Story hinter Woche 7. Keine Ahnung, irgendwie droppt Daddy Dearest Girlfriend und Boyfriend in der Militärzone, wo die Jungs hier halt unterwegs sind. Und was ich an Tankman so super finde in Friday Night Funkin', sind nicht mal seine Songs oder mein Favorite aus der Woche. Guns. Nicht ganz. Guns. Pistolen. Waffen.
Versteht ihr? Punkt. Ist, wenn man stirbt, ich kann das mal ganz fix demonstrieren, laute Cutscene. Moment. Well, well, well. What do we got here? Ich will es überspringen. Legendär. Einfach legendär, der Junge. Wenn man sich denkt, yo, ich bin scheiße, aber ich spiel trotzdem, und man verliert, so wie ich jetzt, ganz aus Versehen, dann... Dann beleidigt dich der Tankman. Was ich super finde. Wir hören uns noch zwei an und dann ist, dann verabschiede ich mich für heute. Frage des Tages. Was sind eure Lieblings-Friday Night Funkin' Songs? Von mir aus, von jeder Woche eins, generell eure Top 3, 4 Liste. Erzählt einfach in den Kommentaren. Viel Spaß damit. Ha, ich bin kein Internet-Streamer, der wie ein Soziopath streamt. Ich bin ein Internet-YouTuber, der wie ein Psychopath Videos aufnimmt und trotzdem mit seinem Computer redet. Ich fühle mich auf keinen Fall beleidigt. Doch, tue ich. Ich bin verletzt. Sehr verletzt. Letzte vor heute. Ich fühle mich so verletzt von dem Jungen. Von dem jungen Mann. Das ist abnormal. Meine Eltern hassten mich nicht. Das war gemein. Oh mein Gott, was für ein Voice Crack. Das war gemein. Jedenfalls. Oha. Nein, Title Screen, so. Das war's mit meinem Let's Play für Friday Night Funkin', also das Originalspiel für heute. Nicht für heute, für jetzt. Ich kann mir gerne ein paar Mods ansehen. Das ist nicht der Title Screen, ist aber auch egal. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag bei mir, zwar 23 Uhr, aber immer noch Freitag. Aber ich muss das leise machen. Aus geht auch. Ja, ich habe gerade Mögi an. Ich hoffe, das stellt kein Problem dar. Mann, bärtiger Mann spielt Isaac. Jedenfalls, liken, kommentieren, abonnieren, eure Lieblings-Friday Night Funkin' Songs in die Beschreibung schreiben. Nein, nicht Mods. Ballistik zählt nicht. Underground auch nicht. Bis zum nächsten Video.